willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Traumzeit. Heute möchte ich auf eine Frage eingehen oder vielleicht eher auf eine Aussage, die ich jetzt mehrfach von verschiedenen Leuten gehört habe, hier auf dem YouTube-Kanal. Bei mir funktioniert das Gesetz der Anziehung nicht. Ich wünsche mir die Sache, aber es kommt nicht. Was kann ich tun? Also an der Stelle würde ich sagen, stimmt, bei dir funktioniert das Gesetz nicht. Denn du hast es ja selbst gesagt, du erschaffst deine Wahrheit, deine Realität. Du richtest dich selbst aus für Empfang oder Verschluss. Und ich verstehe, wenn wir Zweifel haben. Natürlich haben wir Zweifel. Natürlich haben wir Zweifel. Und es kommt letztlich darauf an, wie stark dein Glaube ist. Eine Idee, die in vielen verschiedenen Büchern besprochen wurde, ist: Empfinde so, als wäre die Sache, die du dir wünschst, bereits da. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn du wirklich an diesen Punkt kommst, dass du, ja, es ist ja dann mehr als eine Überzeugung, es ist ja da, es ist da. Und dieses Überschäumende, dieses Fröhliche, diese Freude, die du dann ausstrahlst, die öffnet die Türen. Wenn du hingehst und sagst, bei mir funktioniert's nicht, tja, ja, dann funktioniert's auch leider nicht. Unser Glaube, unsere Freude, unsere Öffnung sind die Basis für die Erfüllung. Das ist auch was du gibst. Ja, wenn wir freudvoll sind, wenn wir Lust versprühen, wenn wir Freude versprühen, dann ist es was wir nach außen geben, was wir verschenken. Und das wirkt und das kommt zurück. Insofern, schreib sowas nicht. Denke sowas nicht. Also wenn du wirklich erfolgreich mit dem Gesetz der Anziehung arbeiten willst, dann streiche diesen Satz aus deinem System. Okay, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Von Herzen alles Gute.